Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir sind in Saalbach unterwegs und wir zeigen euch heute mal die X-Line, den ersten Teil davon. Viel Spaß. X-Trail, X-Line. Oh, direkt was anderes. Direkt sein Passage. Aber die X-Line ist richtig geil, weil der erste Teil mega coole Jumpline. Ich hab den Job so verkackt, ich wollte den fahren. Vorrat, weg. Irgendwie verpasse ich immer diesen einen Sprung, weil ich ihn sehe. Ich war so ein bisschen lost. Die gesamte X-Line ist so ein bisschen unterteilt in ein paar Teile. Hier gleich kommen ziemlich coole Sprünge und vor allem auch ganz viele Schrägkurven. Und dann im zweiten Teil, den wir jetzt in diesem Video aber leider noch nicht sehen, weil das den Rahmen sprengen würde, ist dann mehr Downhill, aber das seht ihr jetzt auch gleich. Ziemlich wieder Gang. Jetzt hochschalten. Ab. Ui. Das ist geil. Wenn ich springe, aber das kann ich nicht vermeiden, das ist mir sehr leid. Sehr gut. Mega cool an der X-Line ist auch, dass die Strecke wirklich extrem lang ist, also auch man sehr viele Höhenmeter schreddert, von ganz oben bis ziemlich ganz unten. Und das sieht man jetzt auch hier, man konnte so viele Schrägkurven wirklich fahren, bis man dann sogar erst bei der Mittelstation noch nicht mal war. Die Station, die man gerade gesehen hat, das war der Zubringer auf die andere Seite zum Westkogel. Von dort aus konnte man dann rüber nach Hinterglimm fahren, weil jetzt gerade die X-Line ja in Saalbach ist. Und diese Bahn konnte man dann hochfahren, damit man nicht einen langen ätzenden Zielweg hochlaufen musste, den wir persönlich auch sogar schon mal einmal hochgelaufen waren. Oh. Ganz viele Sprünge jetzt gerade verpasst. Ab dieser Stelle muss man einen relativ langen Ziehweg bis zum Anfang des Trails fahren, also beziehungsweise der Weitergehung, wie man, ich weiß gar nicht genau, wie man das nennt. Da muss man relativ lang fahren, deswegen haben wir jetzt euch hier mal einen Zeitraffer angeblendet. Es gab hier sogar eine Stelle, da durfte man nicht anhalten wegen Steinschlag. Genau, aber dann geht es auch jetzt gleich schon relativ gleich wieder weiter mit dem Trail. Let's go! Wie ist dieser? Ach, dieser Double. Heavy. Fuck. Go! Yo!
Hier links ist jetzt ein Abschnitt zu der Pro-Line, besser gesagt zu dem Downhill-Part der X-Line. Aber wenn ihr eher so flowige Fahrer seid, so wie wir auch eher, dann fahrt über die Strecke, die wir gefahren sind. Da ist mehr mit mehr Sprüngen und nicht so viel Wurzeln und alles. Das ist einfach viel chilliger, auch mal mit so einem coolen Holzgerüst hier. Also das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Langes. Boah, das ist auch richtig geil. Schade, ein bisschen zu langsam dafür. Oh. Oh, oh, oh. Das macht so Bock. Super schön abgedeckt. Boah. War ich nicht sogar zu schnell eigentlich. Aber egal. Ich verstehe nicht, wie sie gerade langsam bin. Bockt richtig, richtig viel, aber ich muss noch ein bisschen treten. Drop. Geil. Wow. Boah, das war mal, da habe ich sowas in der Sende. Okay, weiter geht's. Wie ihr jetzt auch schon sehen konntet, hier im Wald sind auf jeden Fall immer sehr, sehr coole Sprünge auch nochmal. Und vor allem ist es auch mal schön im Schatten, das ist auch mal sehr willkommen, finde ich, wenn es immer so warm ist. Und außerdem ist es immer so schön angelegt, könnt ihr auch euch selber davon überzeugen. Aber auf jeden Fall finde ich dieser Trail, ich glaube, der eigentlich heißt der Fairy Trail, ist sehr schön angelegt und auf jeden Fall macht es mega Bock, auch da zu fahren. Oh Gott, ich hab gesehen. Boah, da war ich viel zu schnell. Hier weiter. Man sollte auf den ganzen Spiel drücken. Sonst ist es
Ja, kurze Passage. Ah, ja, hier ist die Mittelstation. So Leute, das war jetzt der erste Teil der X-Line. Der zweite Teil folgt natürlich. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, haut rein.